Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Commentary von Black Ops 2 Call of Duty Nuketown 2025 mit der AN94 und dem edlen Gameplay-Spender Paradise Mix. Ich präsentiere euch heute mein neues zweites YouTube-Kanal-Video-Spezial. Ich habe nämlich einen zweiten YouTube-Kanal gegründet mit einem Freund, das ist aber schon ein bisschen länger her. Und dieser Freund ist ein Zockerkollege von mir und er hat einfach die Aufgabe, die Videos einen Namen zu nennen. Die meisten Gameplays sind von mir, es sind ein paar Commentaries dabei und manche sind einfach nur ein paar Gameclips dabei von verschiedenen Spielern. Manchmal sage ich auch, hey, willkommen zu einem neuen Gameclip von Call of Duty und was weiß ich. Auf jeden Fall hat er vollen Zugang zu diesem Kanal und ich natürlich auch. Bedeutet, ich wollte einfach mal einen Kanal machen, wo ich auch mal Gameclips bringen kann und so. Und auf diesen Kanal könnt ihr gerne mal draufgehen und diesen Kanal abonnieren. Weil ihr wisst ja, bei der junge Zocker kommt natürlich jetzt nicht jeden Tag ein Video, sondern bei mir ist ja immer so, jeden zweiten Tag kommt da mal ein Video. Das war's bei mir auch schon, oder? Aus dem Grund habe ich den Kanal Bruno Weigel entwickelt. Vor 5-6 Monaten war das so mit meinem Freund. Und da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Es sind ein paar Gameclips dabei, das heißt unkommentierte Clips, die 20 Sekunden dauern und so. Und ja, nicht alles ist jetzt toll auf dem Kanal, aber ja, es ist einfach ein Spaßkanal. So sehe ich das. Einfach mal drauf gehen. Yo, Mann. Im November kommt ja schon ein Ding raus, Ghost. Und wenn man Ghost vorbestellt, Call of Duty Ghost, bekommt man sogar ein Album von Eminem gratis dazu, habe ich mitbekommen. Muss man sich mal vorstellen. Ein Album von Eminem. Ja, also ich finde den Typ richtig cool. Macht eine coole Musik. Und dann noch ein ganzes Album bekommen? Na, ja, ich weiß nicht. Ich hole mir das Ding lieber bei Amazon. Da spare ich nämlich richtig viel Geld. Das bringt mir nämlich nichts, wenn ich jetzt das Ding vorbestelle. Und das Ding kostet 80 Euro. Bringt nichts. Amazon, klick, klick, klick. Und es kommt für 20 Euro. Besser geht's gar nicht. Ja, da wird natürlich auch Black Ops 2 schrumpfende Zahlen haben, weil es ist immer so bei Call of Duty, ist mir besonders aufgefallen. Call of Duty, kommt ein neues Call of Duty raus, wie das alte Call of Duty zum Hackerspiel. Bei MW2, damals als es rausgekommen ist, Hacker, was war das? Keiner wusste, was das war. Und heute, überall Hacker, überall in MW2. Dann in MW3 das gleiche. Dann kam Black Ops 1 und och Leute, Black Ops 2 wird auch noch Hacker verseucht, das könnt ihr mir glauben, Leute. Irgendwann mal spielen dieses Spiel nur 4.000-5.000 Leute am Tag und ja, weil alle wollen ja Ghost spielen, ne? Black Ops 2 ist dann out. Typisch Call of Duty halt. Naja, gucken wir mal zum edlen Gameplay-Spender. Er spielt hier mit der AN94. Paradise Mix hat 18 Kills und 3 Tode, 1 Eroberungen und wir haben immer noch 1 Minute 45. Ein bisschen zu labern. Ja. Diese Woche werde ich wahrscheinlich nicht so viele Videos hochladen können, da ich einfach ein bisschen, ja, krankheitsbedingt natürlich jetzt nicht so viel hochladen kann. Das müsst ihr bitte verstehen. Ich fühle mich nämlich zurzeit ein bisschen voll schlapp und so. So ein bisschen voll, so wie ein Waschlappen, der nach unten hängt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich mache ich keinen Sport. Wahrscheinlich nehme ich keine Vitamine zu mir. Und wahrscheinlich gehe ich nicht in die Sonne. Aber das sind natürlich andere Faktoren. Die wollen wir jetzt hier nicht ansprechen. So. Hau mal. Boah, guckt euch das mal an. YouTube Gamescom, seht ihr das unten? Habe ich den Eisen 97 weggeballert. Schön. Schön in die Fresse geballert hier. Och, ja. Guck mal, jetzt habe ich Bubi 98 abgeknallt. Ihr müsst immer unten gucken, wen ich da abknalle. Herrlich. Ach, ich liebe das. Black Ops 2 ist schon ein geiles Spiel, muss man sagen. So, und die AN94 auch. Orbitalsatellit haben wir jetzt freigeschaltet. Oh, jetzt sehen wir die ganzen Feinde. Jetzt müssen wir die Feinde nur noch lokalisieren und abknallen. Das ist auch so geil. Dieser Orbitalsatellit finde ich richtig geil, weil das ganze Gegner, das ganze Team natürlich weiß, wo dieser Gegner ist. Und das ist natürlich ein ganz klarer taktischer Vorteil. Man muss einfach hingehen und der Gegner denkt, what the fuck, woher weiß er meine Position? Da hat natürlich ein Camper keine Chance. So, und ihr seht schon, die ganzen Leute sind rausgegangen. Der einzige, der noch drin ist, ist der Big Chief. Oh, keine Ahnung, warum der drin geblieben ist. Wahrscheinlich, weil es dann als Niederlage gegolten hätte. Und ja,
Aber ein 102:70 Spielbonus, 1525 EP. Also ich freue mich. Ich habe mit 13 Kills zugeschlagen. 8 Toten habe ich zugeschlagen. Und, oh, Verbindung sagt ab. Also ich sage auf jeden Fall ciao, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und 4. Ciao.